Freunde, wir spielen direkt mit unserem Lebensspiel der Spiele weiter. Gibt's nicht so ein Brettspiel? Liebesspiel? Wie nennt sich Spiel des Lebens? Auf jeden Fall sind wir jetzt 21 Jahre alt. Also unser Protagonist Schorsch ist 21 Jahre alt. Er heißt immer noch Schorsch. Und ich habe gesagt, ich werde dieses Spiel spielen, bis ich Level 100 erreicht habe. Ich will. Was ist das überhaupt für eine Sprache? Auf jeden Fall ist unser Schorsch, hat seine Freundin jetzt kennengelernt. Wir haben ja dieses Tinder-Game gespielt. Und dann habe ich einfach die erste genommen und das ist seine Freundin. Und natürlich Werbung. Die sind so stark. Ich versuche nochmal Flugmodus anzumachen. Ich glaube, das bringt aber nichts. So. Und wir müssen natürlich versuchen, die richtigen Entscheidungen. Also, ich muss jetzt einen Ring kaufen. Soll ich den ganz teuren kaufen oder den 100-Euro-Ring? Das Ding ist, ich kenne sie noch nicht so lange. Warum soll ich gleich so 2000 Euro ausgeben? Ich kaufe den billigen. Aber dann verliere ich wahrscheinlich, deswegen... Wir kaufen jetzt einfach den teuren, weil ich keinen Bock habe, nochmal das zu wiederholen. Ich wette, ich brauche den teuren. Hä? Ich konnte nur den linken holen. Ich konnte den rechten nicht anklicken. Auf jeden Fall ist sie jetzt abgefuckt und macht wahrscheinlich Schluss mit mir. Dann war sie eh nicht die richtige, denn es kommt auf die inneren Werte an und nicht auf, wie viel Geld eine Person hat. Und Werbung, ich sag euch, Flugmodus bringt nichts. So, Freunde, wir sind jetzt weitergekommen, auch wenn unser Freund Schorsch seine erste Liebe verloren hat, aber wie gesagt, sie war es nicht wert. Sie war es wirklich nicht wert. Sie wollte mich nur wegen meinem Geld. Und Schorsch hatte nicht mal so viel Geld. Was soll ich jetzt machen? Worum geht's jetzt? Ah, ich schreibe wahrscheinlich jetzt wieder mit so Gehör. Der Schorsch, der möchte Leute kennenlernen. So, also. Erstmal, muss ich mal gucken, was so geschrieben wurde. Wie geht's dir? Keine Antwort. Also ich soll jetzt entweder schreiben, bitte antworte mir oder bitte rede mit mir. Beides ist nicht gut. Wenn sie keinen Bock auf dich hat, Schorsch, renn ihr nicht hinterher. Schorsch will sie halt wieder haben. Sie hat mich gekorbt. Sie hat mich einfach gekorbt. Nein, Schorsch! Schorsch! Oh mein Gott! Der rastet komplett aus, weil er einen Korb bekommen hat. Also ich soll jetzt... Ich soll jetzt damit klarkommen oder Selbstmord wahrscheinlich. Also Jump, von was Jump? Wo Jump? Josh, Freunde, ihr dürft euch nicht, es kommen noch so viele, ihr werdet so viele Menschen auf eurem Leben begegnen. Gute Menschen, schlechte Menschen. Aber ihr dürft euch emotional nicht abhängig machen. Lasst die Leute nicht zu tief in euer Boot rein. Nicht runterspringen, Josh. Das ist eine Metapher dafür, dass wenn ihr emotional euch zu sehr auf die Leute einlässt, die ihr noch nicht so gut kennt, dann... Hey, hey! Dann lässt ihr sie in euer Boot. Nein, das sind wirklich weise Worte. Und dann singt ihr. Versteht ihr? Dann singt ihr mit. Deswegen, seid ein Schiff. Ein Schiff lässt die Wellen und das Wasser an sich herumprallen und nicht in sich rein, weil sonst sinkt es. Ich mach Lebensweisheiten mit Kio, merkt euch das. Das ist gar nicht mal so dumm, was ich sag. Irgendwann werdet ihr verstehen, was ich sage. Ich mag das Spiel. Schaut euch das an. Richtig Gold, Digga. Das geht gar nicht. Josh, scheiß auf die... Nein, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass das Spiel so deep wird und jetzt soll ich weinen oder einen Job suchen. Das sind die Momente, die einen stark machen. Das sind die Momente. Ihr werdet euch zurückdenken an solche Vorfälle und die motivieren euch fürs Leben und dann reißt ihr alles auseinander. Job suchen. Steh auf. Denn das Leben ist dafür da... Es geht nicht darum, sondern es geht darum, wie schnell man wieder aufstehen kann nach einer Niederlage. Das ist das, was euch stark macht. Und davon lernt ihr. Ich bin jetzt 25. Josh ist 25. Und er hat schon eine Manager-Position oder er geht jetzt zum Manager und bringt ihm Kaffee. Hey. Er muss wahrscheinlich ein bisschen Arsch kriechen, damit er gute Stelle kriegt. Aber er hat eine gute Dings. Seine Chefin ist, ja, kann man gleich mal... Das schmeckt nicht, der Tee oder der Kaffee hat... Ich soll den sauber machen, den Boden, oder ich soll sie schlagen. Wir müssen cool bleiben, Josh. Wir haben eins gelernt, es bringt nichts. Ha. What the? Was zur Hölle? Es kann sein, dass Josh drauf steht. Also vielleicht ist Josh ja die Richtung und dann ist natürlich, da freut er sich und geht next level. Habe ich ein Level übersprungen? Bin ich jetzt plötzlich 27? Auf jeden Fall hat ihn das gefreut. Dass er da von ihr erniedrigt wurde.
So, ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich Werbung gucke, in die Frauentoilette zu gehen oder keine Werbung Männertoilette. Ich wäre eh nicht ins Frauenklo gegangen. Oh mein Gott. So, er muss extrem, extrem aufs Klo. Jetzt soll ich gegen die Tür kicken. Ich weiß halt nicht, ob er groß muss, deswegen, wir machen mal rechts. Vielleicht muss er ja nur pinkeln, aber es sieht eher aus... Was? Nein! Nein, das ist braun! Was hat denn das? Das ist ein Spiel! Oh nein, wo? Warte, was ist... Kein Wunder! Leute, diese Spiele sind einfach nur Wunder! Ich wusste nicht, dass das kommt. Der Kacke rein einfach. Also, er hat jetzt die Chance, sich einen Porsche zu gönnen oder einen Porsche. Ich finde weiß eigentlich cooler. Weiß. Ich habe auch weißes Auto. Und jetzt bin ich schon Level 30. Freunde, die Zeit vergeht wie im Flug. Man muss jede Sekunde seines Lebens zu schätzen. Ich finde es so cool, dass ich bei solchen Spielen immer so diesen Real Talk auspacke. Ich finde diese Spiele, die geben einen so, das ist so Persönlichkeitsding. So, die gehen viel in die Psyche rein irgendwie. Auf jeden Fall, Josh hat in sein Auto und er scheint gar nicht so glücklich. Koi, jetzt flext er. Er will flexen. Nein, 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 gut so. Er hat sich gerecht, so gehört sich das. Gut so. Er gönnt, er fährt einfach weiter, das juckt ihn nicht. Ich finde es so cool, dass er sich immer so komisch freut. Okay, Level 31. Er ist 31 Jahre alt. Josh' Auto wurde dreckig gemacht von irgendwelchen kleinen Nachbarskindern. Und ich muss wieder sauber machen. Meinen weißen Schlitten. Mach mal sauber. Aber sollte er nicht... Kann das sein, dass nicht das Deckel... Er muss doch Deckel zumachen, oder nicht? Hier vorne noch. Ich würde es so lustig, dass wir ihn einfach Josh genannt haben. Oder ist für uns Josh. Er hat jetzt echt einen... Es ist Josh. Er ist Josh. Also ist es, wenn ich an Josh denke, denke ich nicht an Josh von Pepper Woods. Ich denke an ihn. Das ist Josh. Das ist Josh. Weil wir ihn so genannt haben. Ich finde es schön, weil dieses Spiel begleitet uns. Dieses Spiel, wir haben eine Verbindung durch dieses Spiel. Mach mal das scheiß Auto sauber und red nicht so viel. Okay. Mach mal sauber. So, weiter. Und die andere Seite. Josh, mach sauber hier. Let's go. Bam, bam. Tag, Tag, sauber, sauber. Okay, mein Auto ist sauber. Freunde, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wir sind weitergekommen. Ich würde sagen, ein Level spielen wir noch und dann machen wir Pause. Nächstes Level. Also 32, unser Josh ist jetzt 32 und er geht zurück ins Büro und wird von seiner Chefin wahrscheinlich wieder angemacht. Also ich soll herkommen. Ich habe das Gefühl, da geht bald was zwischen den beiden. Die Kaffeemaschine bei ihr zu Hause funktioniert nicht. Und er soll jetzt vorbeikommen und die Kaffeemaschine reparieren bei ihr persönlich. Machen wir natürlich, weil wir sind Ehrenmänner und helfen Frauen in Not direkt. Oh Freunde, ich will nicht wissen, was passiert. Ich will es nicht wissen. Aber vielleicht schon, irgendwie schon ein bisschen will ich schon wissen. Da ist sie jetzt. Hi, wie geht's dir, Suzanne? Darf ich reinkommen? Muss ich wirklich die Kaffeemaschine reparieren? Ich kann es nicht. Ich glaube nicht, dass es so... Ich glaube, die funktioniert. Die funktioniert schon ganz gut, die Kaffeemaschine. Das ist wahrscheinlich eine andere Maschine, die man repariert. Was? Hat gar keinen Sinn. Also wirklich? Also er ist wirklich hier, um die Kaffeemaschine zu reparieren? Ich glaube nicht. Er erkennt jetzt, dass sie funktioniert. Nee, er hat sie echt repariert. Hat eine Stunde gebraucht. Wieso holt sie denn die neue? Chibo, 20 Euro. Als ob da jetzt eine Stunde eine Kaffee... Warum kann er überhaupt Kaffeemaschinen reparieren? Wie repariert man eine Kaffeemaschine? Wie geht eine Kaffeemaschine kaputt? Freunde, wie heißt dieser Behälter eigentlich für Kaffeemaschinen? Das hat einen bestimmten Namen, den ich nicht weiß. Wie heißt das? Cafetière? Heißt das so? Ich weiß nicht. Freunde, wenn ihr alle Fragen, die ich heute gestellt habe, beantworten könnt, gibt es beim nächsten Mal 2 Lollis. Aha, gute Arbeit. Freunde, dieses Spiel ist nicht gut. Ich soll ihre Beine massieren? Josh, was geht ab? Jetzt kann ich entweder ja antworten, weil halt dann halt, aber dann kommt Werbung, weil sie der Boss ist, oder nein. Freunde, ich würde sagen, genau an dieser Stelle müssen wir Pause machen. Wir müssen hier Pause machen und wir spielen es auf jeden Fall weiter bis Level 100. Ich habe schon Bock irgendwie weiter, ich will gucken, was passiert, aber nein, wir spielen zusammen weiter. Ich werde gedulden und ihr werdet euch auch gedulden. Wir spielen es gemeinsam weiter. Wie kann ich hier Bildschirmaufnahme beenden? Freunde, das war's für heute. Ich bin der Meinung, wir haben sehr viel gelernt, mal wieder. Wir sehen uns morgen wieder, passt auf euch auf. Bis dann, meine Nassfüchse. Und spielt das Spiel nicht ohne mich. Wir spielen das zusammen durch, ja? Wir spielen zusammen. Bis dann. Geht.